Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Und jetzt schaue ich euch mal, wo wir denn hin müssen, denn davon habe ich absolut keine Ahnung. Ich weiß, dass wir zwischen eine gewisse Route sollen. Aber wo genau die liegt, das muss ich jetzt erstmal auf der Karte schauen. Und die wäre, glaube ich, zwischen Twin Drake City und irgendwas anderem. Jetzt ist die Frage, wo ist Twin Drake City? Hier, und ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall hin. Aber da wir jetzt schon auf einer... Oh, ich mache erstmal die Maus aus dem Bild. Auf einer Route sind, gehen wir hier erstmal weiter. Mal schauen, was für Pokémon wir haben. Eistüte... Okay, das passt soweit. Aber wenn ich eigentlich, glaube ich, mal... sagen würde, dass wir eigentlich mal ein Pokémon wieder austauschen könnten. Ist zwar ziemlich spät jetzt. Ja, okay, wir machen es wahrscheinlich nicht. Wir machen hier noch ein Let's Play. Pokémon Schwarz und dann können wir auch andere Pokémon holen. Dann machen wir das jetzt mit denen durch. Außer ich finde irgendeins, was ich unbedingt haben will. Das könnte ich ja dann offscreen trainieren. Moment, machen wir kurz eine kleine Pause. Okay, ich war nämlich gerade noch im TS und habe gedacht, jetzt rede ich die ganze Zeit, während die anderen mir zuhören. War aber nicht so. So, dann... Ja, okay. Wie besiegen wir das jetzt am besten? Ich denke mal, Eisstrahl wird da gut funktionieren. Solange er uns auch nicht angreift, dürfte es auch nicht so ein großes Problem sein. Und da wir es One-Hit machen, ist das kein Problem. Das dürfen wir auch mit Eisstrahl besiegen können. So, dann müssen wir aber schon das Pokémon austauschen. Danach ist er auch dann Level hoch. So, 54, kein. Okay, noch ein weiteres Pokémon. Ich glaube, wir machen das auch noch mit Eistüte. Einfach da das auch One-Hit sein dürfte. Agilität ist jetzt kein Problem für uns. Und ja, dann ist das jetzt besiegt. Ich hoffe, meine Stimme ist jetzt laut genug, weil die Anzeige von der Lautstärke ziemlich gering ist. Ja, aber ich riskiere es jetzt einfach mal, dass es laut genug ist. Wenn nicht, muss ich die ganze Aufnahme von vorne starten. So, hier ist wieder ein Grafikbug. Aber genau, ich wollte das Pokémon austauschen. Dann kommt als nächstes PC ran. Aber ich glaube, wir sind hier schon durch. Oh, ein Noctu. Wir sind alle schon Level 60 und wir sind erst so weit unten. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Okay, unsere Initiative ist höher. Und das Feldcheck ist gut. Dann bekommen wir wenigstens keinen Schaden. Ich hoffe, wir bekommen auch ein bisschen Erfahrung. Okay, 2000, das ist sogar mehr als bei dem Trainer. So. Also hier scheinen wir durch zu sein. Ich gehe nochmal hoch, vielleicht habe ich hier was übersehen. Was stand da? Okay, ein verwirrter kleiner Schein, da ist schon mal nix. Vielleicht können wir Server einsetzen. Vielleicht ist da noch was. Okay, da geht es auf jeden Fall weiter. Ein Bachschuft. Okay, Level 49, da müssen wir jetzt nicht unbedingt gegen kämpfen. Und wir sind entkommen. So, hier ist noch ein Pokéball. Bizarro-Raum. Bizarro-Raum. Mal gucken, was das kann. Das dürfte doch hier sein. Ganz unten. Nee. Da. Achso, okay, das ist eigentlich ganz interessant, aber naja. Wir brauchen es nicht. Oh, ein Wulpix. Das könnte ich mir doch eigentlich fangen. Himmel. Palm. Palimpalim ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich versuch's einfach mal. Und du benutzt ein. Moment, Hauptsturm ist doch. Wow, Lichtkanone.
Ach komm, kein One-Hit, oh, schade. Hätte ich mir gerne gefangen. Palimpalim. Naja, an ein Palimpalim bin ich jetzt nicht interessiert. Ich glaube, Akrobatik bringt nichts, aber ich kann es ja mal versuchen. Und was haben wir noch? Lawine. Das ist das Einzige, was wir noch sinnvoll können. Oh, okay, Akrobatik geht. Ich hätte gedacht, es wäre ein Geist, aber ist glaube ich gar kein Geist, sondern ein Psycho-Pokémon. Na, ich weiß es jetzt nicht. Okay, dann sind wir hier fertig. Ich mach mal kurz das Itemradar an. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier ein Item ist. Ein Riesenpilz, okay. Na, ich habe mir mehr erhofft. So, haben wir ein Pokémon, das fliegen kann. Ne, da brauchen wir nicht. Weil hier sind wir jetzt fertig. Das kann nicht fliegen. Kann kein fliegen. Kann kein fliegen. Ja, dann müssen wir leider zu Fuß gehen. Wir kommen jetzt am schnellsten zurück. Ah, da oben ist noch was. Oh, ein Tornflügel. Hier sind auf jeden Fall einige interessante Pokémon unterwegs. Aber leider möchte ich euch doch nicht fangen. Okay, hier ist auch wahrscheinlich nur ein Item. Oder auch nicht. Item war da. Ja doch, da war doch eins. Warum habe ich es dann beim ersten Mal nicht bekommen? Ist ja auch egal. Palim, palim. Eigentlich sollten wir gegen kämpfen. Ich meine, es bringt uns immerhin Erfahrung. Und wir brauchen bestimmt noch 7 Level auf jeden Pokémon. Oder zumindest sollten wir auf jedes auf Level 56 haben. Meiner Meinung nach. Weil ich schaffe es sonst nicht, die Pokémon-Liga ein zweites Mal zu besiegen. So. Okay, hier. Okay, das ist dann da unten irgendwo. Ah, da oben ist auch noch ein Item. Jetzt ist die Frage, habe ich gegen euch schon gekämpft? Okay, gegen euch haben wir schon gekämpft. Dann muss ich jetzt nur noch zurück. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich irgendein Heiler. Wenn es dem so wäre, wäre es gut. Bla bla bla. Okay, leider nicht. Dann... Frühling, Winter, okay, was? Sommer? Ach, hat er vielleicht das Wetter verändert? Verändert vielleicht das Wetter sogar die Pokémon, die man hier findet? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ah, oh, nein, ich wollte doch zu dem Waschebusch. Nein, das tut's auf jeden Fall nicht. Level 47. Das ist ziemlich gering. Aber wir machen es trotzdem platt. Fast ein Level up. Ja. Wir kommen jetzt am schnellsten zurück. Warte, ich muss da unten lang. So. Wir haben wahrscheinlich schon unsere ganze Partzeit damit verschwendet, hier rauszufinden. Anstatt auf die neue Route zu kommen. Aber wir haben ja auch kein Pokémon, das fliegen hat. Von daher geht das auch gar nicht anders. Und immerhin haben wir ein bisschen trainiert, trotz allem. So. Dann wechseln wir mal das Pokémon aus. Ach, sorry, ich bin ein bisschen erkältet. So. So, Timon wird als nächstes trainiert. Die Frage, wo lang? Hier runter kommen wir wieder zu diesem Haus. Hier hoch kommen wir doch auch nur wieder zu ihm.
Habe ich irgendwas übersehen? Vielleicht Surfer? Müssen wir irgendwo hin surfen müssen? Ah, okay, hier ging es noch runter. Achso, das war ein Versteck im Wald. Okay, ich verstehe. Wir sind hier also noch auf der Route 14. Ein Waschuft, naja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu bekämpfen. Level 36 dürfte eigentlich keine Erfahrung mehr bringen. Gehen wir einfach schnellstmöglich aufs Land. So. Bin ein bisschen verwirrt, wo es lang geht, aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Und Pummeluff interessiert mich eigentlich auch nicht, aber es ist Level 58, von daher werde ich es einfach mal platt machen. Und es ist sogar verwandelt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Besonders weil die Attacke nicht mal effektiv war. Okay, hier kommen wir her, das weiß ich noch. Hier ging es dann hoch. Und da sind wir, glaube ich, hoch mit der Kaskade, um den Typ zu finden. Gegen dich haben wir schon gekämpft. Okay. Bla bla bla. Er erklärt uns nur kurz, wo man fängt. Wie man angelt. Und Dulla. Warte, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken, wie es weitergeht. Hier ist die Karte. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch hier hoch, weil da waren wir auf keinen Fall. Aber kurz ins Pokécenter rein. So. Bla bla. Ich würde eigentlich gerne einen Gengar fangen, aber ich glaube, das gibt's hier gar nicht in der Edition. Aber ich kann nur mal kurz nachschauen im Pokédex. Den ich eigentlich noch nie benutzt, fast noch nie benutzt habe. Ja, bla, komm, öffne dich. Gengar, das ist relativ weit oben, aber wo genau? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Können wir irgendwie einen nationalen Pokédex auswählen? Ne, so wechseln wir nur die. Select, was haben wir jetzt? Ich glaube, jetzt haben wir den nationalen Pokédex. Kann man hier irgendwie hochscrollen mit der Maus? Ne, das geht nicht. Können wir hier ganz zum Anfang. Was habe ich jetzt getan? Okay. Ah, hier zum Start. Ah, ne. Okay, das wollte ich nicht. Ja, hat alle gefunden. Super. So, müssen wir leider einfach ganz nach oben. So, hier sind wir jetzt schon in der ersten Generation. Raupi, okay. Bis dahin haben wir noch nichts gesehen. Ich glaube auch ein Gengar haben oder ein Apollo haben wir noch gar nicht gesehen. Nee, haben wir nicht. Was gibt es denn noch für interessante Pokémon, die man sich fangen könnte? Banetta, nein, ist nicht so interessant. Okay, das sind Starter-Pokémon. Von dieser Edition schon. Okay, da haben wir sehr wenige Pokémon eigentlich erst gesehen. Simsala haben wir, glaube ich, auch nicht gesehen gehabt. Und von euch ein Zorua. Das wäre eigentlich ganz interessant. Gebiet gibt es hier leider nicht. Okay, ich weiß, dass man eins in der nächsten Edition bekommt. Aber hier scheint sonst nichts mehr Interessantes zu sein. Und Bisofunk ist eigentlich auch so nur so ein Abklatsch von einem anderen Pokémon. Funifass. Ist das ein legendäres? Nee. Hat das der. Ah, doch, das hat eine Weiterentwicklung. Ein
Bullpix wäre auch interessant gewesen. Aber vielleicht begegnen wir noch einige Pokémon in anderen Gebieten. Das werden wir dann sehen. Wir haben ja noch zwei, glaube ich, zwei Strecken oder eine Strecke vor uns. Aber hier ist jetzt nichts mehr Interessantes dabei. Lucario haben wir auch nirgends. Ein Knocker wäre auch nicht uninteressant. Kann man das überhaupt fangen? Nein, das brauche ich nicht. Gebiet. Okay, das gibt's. Und ein Seepair. Gibt's dich? Ah, das gibt's da unten. Aber da waren wir da schon? Warte, ich gehe mal gerade auf die Karte schauen. Ich mache einfach jetzt mal kurz den Part ein bisschen länger. Jetzt, wo ich hier die ganze Zeit nach Pokémon geschaut habe. Aber so ein Seepair wäre eigentlich ganz interessant. Route 1 und dann geht's zur Route 17. Okay, da würde ich gerne hin. Aber wir haben immer noch kein Pokémon im Fliegen. Ich könnte natürlich kurz eins auswählen. Ich meine, unser... Wir haben ja eigentlich alle Pokémon auf dem gleichen Level. Das ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt eins kurz rausholen. Was haben wir denn hier? 54. Die zwei sind halt ziemlich stark. Käferflug, das ist... Aber das ist das Problem, die sind schon zu stark. Also das wäre ein bisschen... Meine macht schon da rein, wenn wir die jetzt ins Team holen. Die holen wir auf jeden Fall jetzt kurz rein. Ja, hier da unten ins Team. Und wir holen einfach Rackpunkt kurz raus. Ah, Entschuldigung. Sonst haben wir nichts Interessantes. Okay, Irokex ist ganz. Oder Zorokex in dem Fall ist ganz interessant. Und Petsneef ist auch ganz interessant. Also wir hätten da schon doch eine kleine Auswahl an Pokémon, aber wir lassen das jetzt einfach mal so. Ich hoffe, das Pokémon kann auch Fliegen jetzt benutzen. Okay, fliegen können wir. Dann gehen wir noch hier runter und gucken, vielleicht, dass wir einen Seepair finden. Also Seepair wäre auf jeden Fall sehr interessant für mich. Okay. Hier kann man nirgends lang. Dann frage ich mich gerade, wie man da hinkommen soll. Jetzt gehen wir nochmal da oben kurz lang. Vielleicht finde ich da ja noch was. Aber hier geht es auf keinen Fall weiter. Dann fliegen wir nochmal. Von hier vielleicht, dass man da von Boot aus dorthin kommt. Ich versuch's einfach mal. Ja, Kilian wird's ja wohl wissen. Aber ich will's jetzt mal kurz selber rausfinden. Wahrscheinlich mit dem Boot oder keine Ahnung. Achso, abends. Wie können wir jetzt machen, dass es Abend ist? Ich könnte mal kurz die Zeit auf meinem Computer umstellen. Vielleicht geht das dann. Ich mache das jetzt einfach mal. Ja, okay, jetzt mache ich das einfach hier. So. Uhrzeit machen wir hier einfach mal 22 Uhr. Okay. Jetzt haben wir hier Abend. Und dann können wir das Boot auch benutzen. Abends nochmal. Ist doch Abend, oder? Bin ich jetzt komplett behindert? Ich mach's jetzt einfach mal nochmal. Machen wir einfach mal um 24 Uhr. Oder machen wir 01. Guck mal, das ist doch Abend. Ich gehe einfach jetzt mal kurz ins Pokécenter. Vielleicht registriert sie das dann erst, das Amt ist. Ah, ich mach die Maus nochmal aus dem Bild. So. Komm. Geh es. Irgendwie willst du nicht, obwohl Abend ist.
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, da irgendwie Server zu benutzen, oder? Ja, hier geht's nur aus der Stadt raus, oder? Ah ne, hier geht's auch irgendwo hin, aber... Das bringt uns leider nichts. So. Wir können hier nochmal weiter nach rechts fahren. Hier ist ja nur ein Steg. Hier ist aber nix. Sprich mal kurz mit ihr. Bla bla bla. Okay, die hat nichts Interessantes zu erzählen. Dann gehen wir nochmal an den anderen Steg, auch wenn ich bezweifle, dass da was Sinnvolles ist. Vielleicht hast du ja was Interessantes. Nee, hat sie nicht. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie mit dem Boot fahren, um dorthin zu kommen. Was ist hier? Hier ist auch ein Steg. Okay. Die wollen alle nicht absegeln. Das ist schade. Und mit dir... Ich versuche jetzt noch einmal anzusprechen, auch wenn ich bezweifle, dass es klappt. Und dann beende ich den Part. Jetzt hoffe ich nur, dass meine Stimme auch laut genug war, die ganzen Part über. Weil ich wollte schon ein anderes Projekt aufnehmen, aber aus irgendeinem Grund hat es überhaupt nicht meine Stimme aufgenommen, weswegen ich das noch nicht angefangen habe. Oder ich werde es auch nicht aufnehmen, weil ich im Nachhinein festgestellt habe, dass das Spiel mich überhaupt nicht interessiert. So, komm, jetzt fahr einfach mit uns. Okay, geht nicht, leider. Ja, dann beende ich hier den Part. Und die nächste Folge seht ihr dann bei Killian. Auf Wiedersehen.